Ja, hallo zusammen erstmal. Also ich erinnere mich ganz genau. Sie haben mich beglückwünscht, dass wir im Finale sind und uns dadurch eine sehr gute Saison attestiert. Und da habe ich gesagt, wir sind noch nicht zu 100% glücklich. Natürlich sind wir zufrieden damit, ins Finale eingezogen zu sein. Aber ein Finale spielt man nicht, sondern ein Finale gewinnt man. Und das ist unser klares Ziel, dass wir uns jetzt nicht... Klar, freut uns, dass wir heute hier sind und wir wissen auch, um die Champions League zu gewinnen, führt der Weg dieses Jahr übers Wembley gegen Real Madrid zum Titel. Aber unser klares Ziel ist es natürlich dann auch, den Pokal in den Händen zu halten. Erstmal kümmern wir uns um das Spiel, so wie ich es gesagt habe. Wir respektieren natürlich die Umstände und die Ausgangslage, das steht komplett außer Frage. Aber unser Fokus und mein Fokus als Trainer muss sehr inhaltlich, muss sehr sachlich sein und ich bin mir ziemlich sicher, die besten Partys, die ich bis jetzt in meinem Leben erleben durfte, sind die, die man nicht geplant hat. Und deshalb, wir wollen Gründe liefern, wieso wir dann eines Tages feiern. Und wir hoffen natürlich, dass es dann morgen soweit sein könnte. Ja, als erstes tut es mir leid, dass so viele es nicht geschafft haben, an Tickets zu kommen oder die Reise durchzuführen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass... Ich habe es damals ja auch schon erlebt, 1997, da war ich auch nicht im Stadion, aber ich habe es mitbekommen, was da in Dortmund und um Dortmund los war. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns nicht nur die Traum drücken werden, sondern dass sie mitfiebern werden. Und ja, die anderen Zahlen, die du da genannt hast, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es morgen nicht nur ziemlich gelb sein wird, sondern auch ziemlich laut sein wird. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen jeden Einzelnen, egal wie weit er weg ist, wir brauchen jeden Einzelnen mit dem Glauben, dass morgen was Großartiges möglich ist. Und dann werden wir alles dran setzen, es auch wirklich wahr werden zu lassen.